Karim. Hi. Was war das für ein Spiel in der ersten Halbzeit gegen den russischen Meister? Was habt ihr denn da veranstaltet? Ja, fand ich schon geil, ja. Muss ich sagen. Top gespielt. Wir auch? Ja. Selbst überrascht gewesen, ein bisschen wie gut das Spiel? Nee, finde ich nicht. Warum nicht? Ja, wir sind eine gute Mannschaft, ne? Ja? Definitiv. Aber ihr seid nur Zweitligist jetzt mittlerweile. Ja, das ist ja egal. Die Mannschaft kann trotzdem gut spielen. Ja, ihr habt euch gut eingespielt hier auch im Trainingslager, oder? Ja, finde ich auch. Also die ganzen Spielideen vom Trainer sind sehr gut rübergekommen. Hat man heute auch in der ersten Halbzeit sehr gut gemerkt, muss ich sagen. Ja, und dann hast du da mal eben einen reingemacht, ne? Mal eben so. So gehört sich das doch. Ja, beschreib doch mal, wie war die Szene? Ich meine, da muss man ja auch so cool sein, um dann nochmal den Schlenker zu machen. Ja, also war erstmal ein super Pass von Julia. Muss ich ihn auch erstmal loben dafür. Dann habe ich erstmal hochgeschaut, ob jemand in der Mitte steht. Dann habe ich keinen gesehen. Dann dachte ich mir, mach's selber, brich ab und bring den Ball irgendwie ins Tor. Und glücklicherweise hat es geklappt. Ja, wie fühlst du dich im Moment? Du hattest ein bisschen Probleme in der Atmoskuläre, da hat man schon Sorgen gemacht, aber das scheint nicht so schlimm gewesen zu sein, oder? Nee, waren 2 Tage wegen der Wade raus, aber jetzt ist alles so gut. Ja, was soll das für eine Saison für dich werden? Ich hoffe, eine gute. Was hast du dir so vorgenommen? Ja, ich hoffe, möglichst viele Spiele zu machen, wie es geht. Und dann schauen wir weiter. Ja, alle fragen sich ja bei jedem Spieler im Moment, bleibt der denn auch wirklich bei Werder? Wie ist das denn bei dir? Das weiß man nie. Also grundsätzlich bin ich jetzt bei Werder, bin Bremer Jung, spiele gerne hier. Aber was die Zukunft mit sich bringt, weiß man halt nie. Ist schwer zu sagen. Ist schwer zu sagen, ja. Wie du sagst. Ist das auch ein Problem in eurer Mannschaft, dass ihr überhaupt nicht wisst, wer so alles so bleibt oder nicht bleibt? Oder? Das stimmt. Das weiß keiner. Ja, wie geht ihr damit um? Wie macht ihr das als Team? Aber bisher ist es ganz entspannt, muss ich sagen. Also jeder akzeptiert gerade die Lage und ich glaube, jeder wird auch später die Lage akzeptieren, wer hier bleibt und wer hier auch gehen wird. Und der Mannschaftsabend, der schon gerade angesprochen worden ist von der Kollegin, der war gut? Der war sehr gut. Ja. War top. Ja? Was war besonders gut daran? Ja, wir alle gesungen haben, wir alle miteinander sich unterhalten haben, war sehr... Ihr habt zusammen alle gesungen? Nee, nicht alle, die Neuen, zum Beispiel ich. Ja. War mein erstes Trainingslager, musste singen, leider. Und was wurde geschmettert von dir? Tarkan, türkisch. Und dann tanzte der ganze Saal? Nicht alle, aber schon ein paar. Kapi vor allem. Kapi ist großer Tarkan-Fan. Kapi und Leo. Und Lasse May hat angekündigt, er singt Marmorstein und Eisenbrecher. Ja, das stimmt. Hat er auch sehr gut gesungen, muss ich sagen. Hat auch jeder mitgesungen. Jetzt seid ihr erstmal froh, dass das Trainingslager vorbei ist und man mal wieder nach Hause kommt? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, schon. Zu Hause ist immer schön. Aber die Trainingswoche hier war auch schon sehr entspannt, muss ich sagen. Und dann fiebert ihr schon so ein bisschen dem Saisonstart entgegen? Kann es schon losgehen? Ja, wir haben noch Zeit, würde ich sagen. Ne? Zwei Wochen. Zwei Wochen noch reinhauen und dann geht's los. Alles klar. Viel Erfolg dabei. Dankeschön. Danke.